Ronald Börner schaltet einen Gang rauf und macht das Blaulicht an. Der Polizeioberkommissar ist einer von Hamburgs Fahrradpolizisten. Ja, dann fahren Sie geradeaus hinter dem Transporter, bitte einmal rechts anhalten zur Verkehrskontrolle, ja? Danke. Die Frau wendete verboten. Dazu hätte ich gerne einmal Führerschein, Fahrzeugschein. Was ist bitte? Der Wagen fuhr quer über eine Hauptverkehrsstraße. Das blieb zwar ohne Folgen, ist aber hier verboten. Zu oft hat es deswegen schon gekracht. Also er hat gewendet über eine Sperrfläche, wo man nicht drüber fahren darf. Genauso wie über eine durchgezogene Linie darf man das nicht. Und bei einer sechsspurigen Fahrbahn, da passieren ganz viele Unfälle. Viele glauben, ja, ist ja nichts passiert. Aber die sehen auch nicht, wie viele Unfälle wir sehen, die durch Wenden. Also manchmal auch durch erlaubtes Wenden, aber ganz viel auch durch verbotenes Wenden. Die Frau zahlt wahrscheinlich 35 Euro, da sie niemanden gefährdet hat. Morgen. Ronald Börner und Bürger Kemper-Nolte sind Fahrradpolizisten und kümmern sich um Radfahrer. Aber auch E-Scooter-Nutzer fallen immer häufiger auf. Das ist der Gehweg, das ist nicht erlaubt. Außerdem sehe ich, dass Ihr Kennzeichen nicht mehr gültig ist. Komm mal zu Ihnen. Die Frau spricht nur Englisch. Do you have a passport with you? Und versteht zunächst nicht, was Bürger Kemper-Nolte meint. Der E-Roller hat ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen. Wenn die Dame dann zu Hause noch was findet, was sie uns hier nicht zeigen konnte, könnte es dann noch wieder anders ausgehen. Aber ansonsten geht es dann später zur Staatsanwaltschaft und dann muss man sehen, was dabei rauskommt. Also das ist schon eine Straftat? Es ist eine Straftat. Die Frau hatte den E-Roller im Internet gekauft und nicht gewusst, dass die mitgekaufte Versicherung nur ein Jahr gültig ist. Kaum fertig geschrieben sehen die beiden Polizisten ein nicht zugelassenes Fahrrad. Könnten Sie Ihren Weg schiebenderweise fortsetzen? Ein Rad ohne alles. Hier ist keine Bremse zu sehen, hier ist keine Rücktrittbremse zu sehen. Normalerweise wäre da dann noch ein Bügel und vorne ist auch keine Bremse zu sehen. Keine Reflektoren, keine Klingel, da ist nichts dran. Uns sind natürlich Bremsen am wichtigsten. Und wenn es dunkel ist, dass er Licht hat. Aber so ist es halt nicht erlaubt. Das ist für den Straßenverkehr nicht zugelassen. Genauso wie häufig die BMX-Räder, die keine Bremsen dran haben. Das ist für Privatgelände, für den Sport. Fixie nennen sich diese Räder, weil sie eine feste Übersetzung haben. Also nur einen Gang ohne Leerlauf. Die Streifenfahrt führt die beiden Polizisten heute durch die Hamburger Innenstadt und den Westen. Hier wohnen viele Menschen und hier fahren viele Räder. Aber auch viele Autos. Türe. Das führt immer wieder zu schwierigen Situationen. Würden Sie bitte warten? Hier will ich mal. Machen wir Blaulicht an. Im Nu sorgen der Lieferwagen und der Polizeieinsatz für ein Verkehrschaos. Friede für Max, den magst du mir nochmal die genau. Alle immer hinterher. Vielen Dank für die Geduld. Wir sind für den Straßenverkehr zuständig. Der Schwerpunkt ist natürlich der Fahrradverkehr, der Radverkehr, der Fahrradfahrer selbst, aber auch alles, was drumherum ist, aber insgesamt der Straßenverkehr. Und selbst wenn wir was anderes haben, wie Bankraub oder Körperverletzung, und hören das über Funk, dann sind wir da auch schon bei gewesen. Absteigen bitte! Absteigen bitte! Ein junger Mann auf einem E-Roller fährt auf der falschen Seite und hört Ronald Börner nicht. In der nächsten Kreuzung hat der Radpolizist den E-Raser eingeholt. Ja. Es fahren so viele immer auf dem Gehweg und in die falsche Richtung. Ja. Das soll nicht sein. Ja. Radfahrer dürfen das auch nicht. Ja. Und Sie dürfen es dann auch nicht. Ja, natürlich nicht. Und das andere ist, was wir immer häufiger machen, ist Alkohol- oder Drogeneinfluss. Okay. Ist genauso wie beim Auto, da verlieren Sie den Führerschein, wenn Sie einen haben. Ja. Ne? Ich bin auf der falschen Straßenseite gefahren und ich hatte Musik in den Ohren und habe es leider nicht gehört. Genau. Die falsche Seite mit dem E-Scooter kann bis zu 80 Euro kosten. Ich fahre gar nicht so oft damit. Ich wohne gar nicht mehr in Deutschland. Ich studiere in Spanien und deshalb so oft leih ich mir die Dinger gar nicht. Und deshalb war das irgendwie auch gerade nur, habe ich gar nicht dran gedacht und bin halt einfach kreuzquer gefahren irgendwie so. Der junge Mann hatte zudem In-Ear-Kopfhörer benutzt. Das ist grundsätzlich erlaubt, aber nur so lange, wie man den übrigen Verkehr auch hören kann. Ronda kommt eine Dame. In Weiß. Zu dritt kontrollieren die Polizisten an einem Unfallschwerpunkt eine schwer einzusehende Fußgängerampel. Guten Tag, Sie fahren hier auf der falschen Seite. Ich weiß, aber dann müssen Sie schieben müssen. Kommen Sie bitte einmal an die Seite. Wir machen hier eine Kontrolle und ich werde Sie gebührenpflichtig verwarnen deswegen. Viele Radfahrer kürzen hier ab. Diese Fläche hier zum Abbiegen über die Straße rüber ist ohnehin sehr, sehr, sehr eng und wird dadurch noch enger. Und wir haben da immer wieder Beschwerden, gerade auch aktuell wieder von Anwohnern oder von anderen Radfahrern, die richtig fahren.
Deswegen sind wir in der Vergangenheit jetzt in den letzten 2 Monaten noch ein paar Mal hier gewesen. Die Fahrradfahrer reagieren sehr unterschiedlich. Nicht alle haben Verständnis für die Kontrolle. Dass es von den Betroffenen das Fehlverhalten meist als Lappalie abgestellt wird und die anderen Probleme, die wir in der Welt haben. Es gibt natürlich Probleme, die weitaus größer und bedeutender sind als das Befahren der falschen Radwegseite. Aber nichtsdestotrotz ist das trotzdem ein Fehlverhalten. Und die Gesetze gibt es nun mal. Polizei, bitte stehen bleiben. Schönen guten Tag. Sie fahren hier in die falsche Richtung. Und das bei einem engen Gehweg und Radweg, das ist eine Ordnungswidrigkeit. Ich hätte gerne einmal Ihren Ausweis, bitte. Viele Kontrollen an diesem Tag, auch bei E-Scootern, die dürfen in der Hansestadt nicht einfach so herumstehen. Sobald die so auf dem Gehweg stehen oder auf dem Radweg oder auf einer Verkehrsfläche, wo sie nicht stehen dürfen und andere Verkehrsteilnehmer behindern oder gefährden, sind die falsch abgestellt. Und dann schreiben wir, wenn wir das feststellen, Ticket und stellen das Gefährt quasi verkehrsgerecht, verkehrssicher ab. Die gefahrenen Kilometer zählen die Polizisten nicht. Absteigen und schieben hier bitte. Das ist die falsche Hintergrund Seite ist genau. Immer auf der rechten Seite fahren bitte. Denn meistens ist es nicht weit bis zur nächsten Kontrolle oder dem nächsten Falschparker.